Mehr ein Gesicht, mehr als mir Stillhand. Oder der Ball, da steht mir allein. Will, was dir alles trinket und esset, das hans mitbracht vor die Heim. Kein Wunder, bin ich arm wie ne Bus. Ich hab glaubt, der Ziegelblues. Sie hab streut Zucker und Schoki. Ich hess ins Brot. Hey, jetzt hab ich doch gar geschnitten. Gläser nehmen's mit heim für die Träge. Und zum Spass schmeißen die Teller in See. Manchmal finde ich, es ist so ein Gruß. Ich hab glaubt, der Ziegelblues. Bei mir. Wo ist jetzt das Geschirr vom Deckel? Das glaube ich ja nicht. Wir sagen es verstand. All ihr Tags auf den Tisch und im WC. Die sind einfach da, die hat niemand gemalt. Manchmal denke ich, jetzt rast ich den aus. Ich hab Grüezi, excuse, Sie können doch da nicht einfach so Ihr Essen mitnehmen. Wir kochen zweimal täglich, am Mittag und am Abend. Dieser Tisch ist reserviert zum Essen. Also ich esse da, was ist das Problem? Ja, dass es von daheim mitnehmen, wir kochen da. Ich meine, etwas müssen wir auch verdienen. Da kannst du Freitag suchen, steht nicht nur das, was du da hast gekauft. Aber wenn es gerade möglich ist, haben die Mikrowellen offen? Ja, nein, also das haben wir eben nicht. Es ist halt kalt, kein Problem. Jesus Gott im Himmel, dann halt. Aber wenn du schon da bist, hast du noch ein Glas, bitte. Bedienung heutzutage, Franz. Was, schon zwei? Das war aber auch wieder ein riesen Ghetto. Wie viel haben wir? 230. Was, so wenig? Ja, aber es ist doch immer so wenig. Nein, es wird immer weniger. Das ist aber auch kein Wunder. Ich habe schon wieder 4 Kehrichtsäcke mit Büchsen und Fläschchen nur von der Tankstelle abgeräumt. Kopf, also die Tankstelle regt mich auf. Wir verdienen nichts und die verdienen sich eine goldige Nase. Manchmal hätte ich Lust, den ganzen Müll in den Laden zu kippen. Hey, genau das machen wir. Ja, genau, das machen wir. Das ist doch eine super Idee. Was? Jetzt? Ja klar, wann denn? Ja, aber wie stellst du dir das vor? Hey, das ist doch auch ganz einfach. 4 Leute, 4 Säcke. Jawohl, danke schön. Auf Wiederhören. Meili, kommen Sie mal her. Ja, Herr Blätscher. Die Polizei meint, es sei gar kein Überfall gewesen. Was? Das war kein Überfall gewesen? Nein, ich kann es auch fast nicht glauben. Ich war überzeugt, dass mit den Abfallsäcken nur ein Ablenkungsmanöver. Aber die Polizei meint, das sei alles nur so eine Art Racheakt gewesen. Herr Bretscher, stellen Sie sich vor, die Angst, die ich hatte. Keine Angst. Ich habe eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch gemacht. Und überhaupt eine Rachejagd? Wir kennen die Leute ja gar nicht. Wir haben ja denen gar nichts gemacht. Anscheinend glauben die, dass die wegen uns keinen Umsatz mehr machen. Ja, ja, typisch. Keine Ahnung von Geschäften, aber immer den anderen die Schuld geben. Das habe ich zuerst auch gedacht. Aber dann hatte ich eine Spitzenidee. Schauen Sie mal hier. Das ist das Restaurant. Den Laden gehen wir uns jetzt mal zusammen anschauen. Spitzenlage. Das ist ja eine Goldgrube. Das für das unfähige Gesindel, hä? Ich lasse die Tübli mal bei mir antanzen. Und die Anzeige ziehe ich zurück. Was? Warum?
Ja, das gehört zu meinem Plan. Warten Sie es ab, Meili. Bald gehört der Laden mir. Wieso sind denn die jetzt im Gefängnis? Ja, weil die meinen, dass das ein Raubüberfall war. Ja, nein, aber mit Abfallsäck macht doch keiner einen Raubüberfall. Ja, aber die grüezi miteinander. Hey, hat euch rausgelassen? Ja, der Tankstelleninhaber hat die Anzeige zurückgezogen. Hey, nein! Ja! Und er ist sogar im totalen Zwegensieg. Er hat uns ins Büro eingeladen. Und nachher hat er gesagt, das Stück im Schaurig leid, dass wir wegen dieser Tankstelle so viele Probleme haben. Wow, ja? Jetzt checkt das voll und hilft uns. Ja, cool. Ja, er gibt uns ein zinsloses Darlehen für 3 Monate. Ah. Hey, hey. Meili, kommen Sie mal daher. Ja, Herr Bletscher. Sie haben abgebissen. Jetzt geht's los. Ab sofort machen wir für die nächsten 3 Monate jeden Abend ab 6 Uhr Happy Hour Aktionen mit Bier, Wodka, Red Bull und was die Jungen sonst noch so trinken. Und alles 2 für 1. Was? So billig? Meili, man sieht, sie haben immer noch keine Ahnung von diesem Business. So billig komme ich nie mehr zum Restaurant mit CA-Stoss. Und in lachhaften 3 Monaten haben wir den Ziegel endgültig am Boden. Sie glauben doch selber nicht, dass die das zurückzahlen können. Meili, in 3 Monaten haben sie eine neue Aufgabe. Chef des Service. Sie melden sich jetzt sofort in Bellerie für einen Kurs an. Die 3 Monate sind im Fall schon vorbei. Was, 3 Monate? Und ich habe gehört, das Darlehen kann man nicht zurückzahlen. Nein, und jetzt, das heisst, dass der... Nein, dass der Ziegel jetzt gehört zu ihm. Ja. Nein, das nicht, nein, das nicht. Wie blöd haltet ihr mich eigentlich? Das Original ist beim Notar. Jetzt übrigens auch. Ihr müsst euch also gar keine so Krämpfe mehr einfallen lassen. Eigentlich wollte ich vorgestern vorbeikommen, um zu schauen mit euch, wie es weitergehen könnte. Aber nach dem, was ihr dort geboten habt, ist mir jetzt verleidet. Können wir jetzt mein Geld auszahlen? Und dann verreise ich auf nimmer Wiedersehen. Es tut mir leid, Herr Bretscher. Wir sind zahlungsunfähig. Ja, nu. Ihr wisst ja, was im Vertrag steht. Absatz 14, Seite 2. Ihr haftet mit eurem Geschäft. Darum gehört der Laden ab sofort mir. Geht aber nicht. Und überhaupt, Sie und Sie sind entlassen.
Mit dem Rest werde ich noch ein Einzelgespräch führen, um zu schauen, wie es weitergeht. Was ist mit der Kündigungsfrist? Ich habe auch die letzten 3 Monate das Lohn ausgezahlt. Bestreiten Sie das mal vor Arbeitsgericht. Grüezi miteinander. Zuerst bringen wir jetzt mal die Verträge in Ordnung. Ab sofort haben wir 46-Stunden-Woche, wie üblich im Gastgewerbe. Der Bruttolohn ist 2200 Franken. Ich weiss, das ist sehr viel, aber weil ihr auch schon Erfahrung habt, komme ich euch entgegen. Meili? Ja? Das ist der Herr Meili, das ist mein Sous-Chef. Er wird euch zeigen, wie wir ab sofort da rein arbeiten. Und nächsten Monat kommen noch die neuen Uniformen. Sie kommen darüber für nur 500 Franken Stück. So, wenn das so ist, dann gehe ich. Ja, das ist sicher. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir einfach die letzten 3 Monatslöhne, die ihr schon bekommen habt, zurückzahlen. Dann sind ihr ab sofort frei. Wie hat die Schlecken dann gekommen? Ja, sonst noch Wünsche. Also ob wir Zeit hätten für das. Mit Speck rein, Schnetzeln und Kochen, das kommt gut so. Ja, aber... Das ist nicht offen zur Diskussion. Hopp, 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 es geht auch schneller. Sorry Leute, das ist ein Rezept von Meili. Das sieht aus wie der Seuchübel. Das ist der Seuchübel. Nein, da holen wir lieber ein Sandwich oder Tanke. Meine Dame, was ist da los? Sorry, das essen wir sicher nicht. Das Personalessen wird eh vom Lohn abgezogen. Und übrigens, in 20 Minuten ist Arbeitsbeginn. Ob mit vollem oder leerem Magen. Ich hoffe, ich habe mich klar und deutlich ausgedrückt. Grüezi, Herr Meili. Ja, für dich bin ich der Andy. Und wer ist denn du? Irina. Irina, schön. Schau mal. Das, die Bar, ist dein Revier. Deine Kollegen, Arbeitskollegen, müssen zahlen, gell? Das ist klar. Und falls du mal ein Problem hast, kommst du einfach zu mir. Ich helfe dir gern. Ich sag dir noch schnell etwas. Zitronen kannst du einfach nehmen, hier ins Bett hineinlegen, es gut verteilen. Und dann durch die Maschine lassen. Es ist ja hure grusig. Nein, die sind doch nachher sauber und dann können wir sie wieder brauchen. Siehst du, sie sind wieder tiptop. Keine Eigeninitiative. Ich habe es Ihnen gesagt. Sie sind heute noch der Stift. Die Tischsätze brauchen wir noch. Haben Sie denn das Gefühl, jeder Kalori da drin kriegt ein neues Tischset? Entschuldigung. Ja. Warte, ich bitte. Ich bin auf dem guten Abend, mein Mann. Guten Abend. Was darf ich bringen? Wir gehen eine Stange. Sehr gerne. Ja, Stange gerne. Oh. Möchtest du auch etwas trinken? Ein Wasser, sehr gerne. Und zum Essen, was möchten wir? Oh, einfach eine Stange dann. Wir sind hier unerwischt. Oh nein! Ja, nein. Schönen guten Abend. Wir nehmen 2x das Entrecote, bitte. Sehr gerne, sehr gerne. Hätten Sie gerne einen Vorspeis? Ein Chef. Ihre Krüppli? Das für Sie. Zum Wohl. Zum Wohl. Hätten Sie sich dann vom Menü schon entscheiden? Ja, ja. Ich hätte gerne Spaghetti Napoli. Jawohl. Jeden Moment. Guten Abend, Herr. Guten Abend. Haben Sie sich schon entschieden? Ich nehme die Suppe. Entschuldigung. Entschuldigung, darf ich dir? Vielen Dank. Einmal Hahnenwasser. Gut, so machen wir das Suppe. Danke. Ein Stück Brot noch gern. Hat der Herr noch einen Wunsch? Nein, danke. Ja, habe ich verstanden. Da wäre dann noch die Rechnung. Und, bei Ihnen hat es gewundert? Ja, sehr, sehr schön. Sehr schön, sehr schön.
Das war ein Kaffee, ja? Oh! Und? Ja, ich muss eben den blöden Kurs machen. Was läuft eigentlich bei denen im Ziegel? Du, der Nico hat gesagt, es ist total daneben, wie die arbeiten müssen. Ich habe mit Irina gesprochen, weil die hat mir Horror-Stories erzählt. Der Miley ist ein totaler Schleimer. Ja, und 2200 pro Monat, 46-Stunden-Woche, das haben die. Was? Ja. Hey, das müssen wir genauer erklären. Wollen wir zusammen eins verziehen? Ja. Ja. Ralf, könntest du wirklich ein bisschen warten auf mich? Vorlaufen musst du schon nicht. Danke. Du, Schatz. Und? Was machen wir jetzt da? Ich habe gemeint, wir gehen in die Hammam und dann posten. Ich habe mich so gefreut. Aber du siehst doch, wie viel Arbeit da auf mich wartet. Ich habe jetzt einfach keine Zeit für so Spass. Jeden verdammten Dienstag haben wir das gleiche Theater. Du versprichst mir immer, du kommst mit und dann so etwas. Leo, ich kann langsam echt genug. Ich habe jetzt einfach keine Zeit für dich. Mann, Rolf, immer das gleiche. Leo, wirklich. Ich kann das, können wir das nicht bitte daheim besprechen? Fair, meine Frau, will in Havanna zum Kosmetiker und go pösteln. Sie tun sie jetzt begleiten bei allem, was sie will machen. Schatz. Wir sehen uns am Abend wieder. Scheiße, wenn ich jetzt den Huren Scheissdreck kennen. Tut mir leid, Frau Bretscher, das ist auch. Ich heisse nicht Bretscher, ich bin nicht seine Frau. Sie im Übrigen, Leo. Que l'amour est plus fort. Chagrin, chagrin, chagrin. Adieu, mon petit chagrin. Adieu, des larmes pour rien. Schönen Tag. Hm. Das ist ein mega schönes Wetter. Hier. Da. Deine Schlüssel zurück. Oh, merci. Wollen wir noch etwas rausgehen? Etwas sagen unternehmen? Hm? Nein, Schatz. Ich will noch ein bisschen Fernsehen schauen. Und nachher will ich schlafen gehen. Ja, aber es kommt ja gar nicht schlau. Um allein losziehen mag ich im Fall wirklich nicht immer. Es wäre jetzt wirklich schön, wenn wir mal zusammen wieder etwas unternehmen würden. Aber Leo, ich muss so hart arbeiten im Moment. Kannst du dir das nicht vorstellen? Aber geh doch du, wenn du Lust hast. Oh, immer das Gleiche. In der Ferie ist es im Fall nicht besser. In der Ferie muss ich nicht arbeiten. Und in der Ferie bist du auch immer müde. Echt. Die nehme ich im Fall gerade mit. Schönen Abend. Oh, hallo zusammen. Oh, hoi. Was, du? Ich habe gemeint, du könntest nicht aussteigen. Ich bin nicht ausgestiegen, sie haben mich rausgerührt. Was? Nein, warum denn das jetzt so plötzlich? Ja, ich habe mich geweigert, aus dem Sauch über das Personalessen zu machen. Was? Ich kann mir nicht vorstellen, wie das dort zu und her geht. Hey, furchtbar. Ui, nein. Bist du sicherlich froh, dass du jetzt weg bist?
Ja, es geht so. Ja, kommst du mit uns eins trinken? Das anderes Mal gerne, aber jetzt habe ich gar keine Zeit. Hey, bis nächstes Mal. Ja, du, Rolf, ihr heisst jetzt Esel Olaf. Schau mal an. Ja, aber nein. Also nein, das glaube ich ja nicht. Das darf nicht wahr sein. Meili, ich könnte mal das Schenkel in Ordnung machen. Morgen, ganz aufs Telefon. Was? Etwa keine Zeit? Ist das, was du willst sagen? Jawohl. Nicht schon wieder. Ja, dann gehst du halt wieder am Herrn Fehr den Schlüssel. Ja, der Herr Fehr ist nicht bei uns. Was? Nicht bei uns? Hast du ihn etwa rausgeschmissen? Ja, der hat völlig überrissene Lohnforderungen gestellt. Das glaube ich dir nicht. Das passt nicht zu ihm. Ja, ich habe mich auch getäuscht. Ich muss jetzt an die Arbeit. Meili? Nein, nicht der. Was ist jetzt wieder los? Mit dem Schlimmer kannst du mich sicher nicht abspeisen. Und jetzt sag mir endlich, was mit dem Herrn Fehr passiert ist. Ja, Lea, ich wollte es dir eigentlich nicht sagen. Aber das letzte Mal, als er dein Chauffeur war, ist er nachher zu mir gekommen und hat mir gesagt, er sei nicht der Gongo, den man mit jedem Seich beauftragen kann. Und das wollte ich einfach nicht wieder auf meiner Frau sitzen lassen. Siehst du, Lea, ich habe es doch gewusst, du bist so ein Sensibelchen. Aber weißt du, nimm doch das nicht so tragisch. Das ist wirklich nur ein ungezogener Rüppel. Aber ich habe ihn jetzt rausgestellt. Und weißt du was? Ich fahre dich jetzt an, wo immer hin willst. Wo willst du denn jetzt an? Egal. Total egal. Der stelle ich raus, als Unternehmer und als Mann. Rolf? Hallo, Schatz. Hoi, Rolf. Weißt du, was habe ich heute erlebt? Nein. Und weißt du, wer habe ich vor allem heute gesehen? Den Nico Fehr. Und ich weiss im Ball jetzt alles, du Schweinehund. Lea, du nervst. Komm nicht mal in einer ruhigen Zeitung. Nein, hey, stopp. Jetzt lass mir gut zu. Du bist entlassen. Als Geschäftsführer und als Mann. Ich will leben. Ciao. Und morgen bist du im Fall ausgezogen. Liebe Ziegelleute, mit Freude darf ich euch den Ziegel zurückschenken. Er gehört wieder euch. Yeah! Innen wartet das Buffet und jetzt wird gefeiert. Yeah!
Kollegen, wart! Ich habe voll Schluss gemacht mit dem Rolf. Und ich habe voll alles verkauft, alle Geschäfte, die Möbel, alles. Und jetzt wird ich weg, jetzt wird ich das Leben genießen. Kommst du mit? Oh ja. Nur Gläser? Ja. Cheese. Ja, aber Entschuldigung, das geht nicht, dass ihr da eure eigenen Geschäfte mitbringt. Ich habe heute Geburtstag. Ich habe das stinkt irgendwie nach Farbe. Sieht ja grauenhaft aus. Weisst du, was sie? Weisst du, was sie? Auf der Tische die Beziehung. Wir sind einfach da. Wir haben niemanden gemacht. Seit wir den Ziegel wieder zurückbekommen haben, geht es nur noch bergab. Hallo. Hallo. Es ist eine Katastrophe. Wirklich, wir sind bankrott. Ich habe die Bilanz mitgenommen. Wir können sie deponieren. Hallo. Scheiße. Schreib mal auf. Du, siehst nicht, wir sind Konkurs. Es geht nicht mehr. Konkurs, wir sind bankrott. Letztes Mal haben wir einen gehabt, der uns geholfen hat. Das ist jetzt nicht mehr so. Und das geschieht uns ganz recht. Ihr, weil ihr immer geschmarotzt habt. Und wir, weil wir nichts gesagt haben. Warum jetzt? Die haben sicher... Das ist wirklich seelend. Die haben das Problem voll. Hey, wir müssen Geld sammeln, hier, um den Betrieb zu retten. Am liebsten Nötlis, bitte. Ja. So geht's nicht. Wir müssen mobilisieren. Wir müssen Dinge machen. Facebook, E-Mail, SMS, irgendetwas machen. Aber so, hey. Jetzt gehen wir los, gehen wir suchen los. Irgendwelche Leute, oder? Wo da, oder? Wir verstehen können. Oh, Jesus! Was ist das jetzt wieder? Bau da ab, ey! Hey, wir haben gesammelt für euch! Schau mal! Hey! 20 Minuten Schluss, hey! Können wir den Raum machen? Hey! Wie heißt das da? Hey! Schau mal uns! Machen wir die 3 Tage wieder auf! Nothing like your warm love shining down on me. There ain't nothing like your warm love shining down on me. Grüezi, Herr Bretscher. Ja, grüezi, Herr Brandenberg. Darf ich Sie bitten? Also, Herr Bretscher, Sie wissen ja, Sie sind sehr schwer zu vermitteln. Aber jetzt habe ich etwas gefunden und das müssen Sie jetzt einfach nehmen. Und was ist es denn? Tellerwäscher im Restaurant Ziegel. Sie können dort gerade anfangen. If I was lost in the ocean or in the desert sand, I wouldn't care long as I had you. Whenever I don't find you, I feel lost in the mire. Hear me crying and calling till I find you here, right here by my side. Your sweet love is like the sunlight shining down on me. Your sweet love is like the sunlight shining down on me. For the riches and the pleasure of this world could be mine, I would prefer
you sweet, precious love. Whenever I would miss you, calling out your name, hear me crying and calling, till I find you here, right here, by my side. If the valleys and the mountains wouldn't stand anymore, if the sunlight and the moonlight wouldn't shine as before, I just wouldn't really mind it, I just wouldn't care, long as I